Der 1. November 1987 sollte eigentlich die WM-Entscheidung bringen zwischen Nigel Mansell und Nelson Piquet, den zwei Williams Honda Turbo-Piloten. Aber es sollte nicht so sein, denn während der Freien... Tragisches, aber das Rennen kann er nicht fahren. Er kommt hier auf den Randstein. Und dann kommt er zu weit raus, kommt mit dem Hinterrad auf den Dreck, verliert das Auto und jetzt schlägt er eben nicht schön rückwärts ein, sondern drehend. Das Auto wird gewirbelt und das ist natürlich für den Körper eines Piloten so eine Beschleunigung um die Hochachse ist sehr unangenehm. Und auch die Landung, wie er da runterfällt, auf den Boden knallt, auch das ist natürlich für eine Wirbelsäule sehr unangenehm. Und man sieht sofort an der Kopfhaltung, dass da was nicht stimmt. Somit ist Nelson Piquet zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister. Und das im reifen Alter von 35 Jahren. Viele mag sagen doch, Mansell war aber schneller. Mansell war definitiv der Schnellere, vor allem im Zweikampf. Also wenn sie direkt miteinander fuhren, auch das Rennen zuvor in Mexiko, hatte Mansell für sich entscheiden können. Immer im direkten Duell war Mansell stärker, aber der Glücklichere war halt Nelson Piquet. Gerhard Berger steht auf der Pole Position. Ferrari wurde in den letzten Rennen immer stärker, immer schneller. Es haperte allerdings an der Standfestigkeit. Heute sollte es soweit sein, Berger im Ferrari auf der Pole, neben ihm der entthronte Weltmeister Alain Prost, der 85 und 86 den Titel innehatte, hat zu wenig Zähler, dass er den Titel zum dritten Mal würde noch holen können, 46 nämlich. Alboreto, der hinter Prost steht, wird am Start nicht wegkommen. Und achten Sie dann auf das gelbe Auto auf Platz 7. Ayrton Senna wird an der Boxenmauer entlang nach vorne preschen. Der wird den besten Start hinlegen. Das war kurz Nakajima, sein Teamkollege im Bild. Der hat unsere rasende Kamera an Bord. Jetzt ist es gleich soweit. 51 Runden am 1. November 1987, der japanische Grand Prix. Wird gleich grün geschaltet. Im Hintergrund bewegen sich immer noch Fahrzeuge, deswegen die Verzögerung. Es dauert immer noch. Jetzt wird rot geschaltet. Alboreto steht. Senna geht an der Boxenmauer entlang. Und im Hintergrund kracht's. Ja. Philipp Alio ist da verwickelt. Und Berger ist vorne. Macht sicherlich Prost hier auch zweimal die Tür zu. Ein energisches Verteidigen der Pole Position, sagen wir es mal so. Während hier Alio ja, das Rennen nach 300 Metern beenden muss. Erster Ausfall im Lola. Er war der beste Saugmotorpilot in der Qualifikation. Prost, Berger, Buzen, Senna auf 4, noch vor Nelson Piquet. Berger macht vorne Tempo. Hier, das sind diese berühmten Assists. Da, an dieser Stelle, rechts oben war Nigel Mansell abgeflogen in der Qualifikation und sein WM-Traum war Geschichte. Bis heute ist ja Suzuka im aktuellen Formel-1-Kalender. Es gibt auf der Schwierigkeitsskala die 10 oder die 9? Die 10. Man kann, wenn ein Negativpunkt gibt, dann ist es sicherlich die Schikane, die immer wieder zu Ärger Anlass gibt. Aber einfach fahrerisch gesehen muss man ihr eine 10 geben. Es ist alles drin, Schwierigkeitsgrad nicht zu übertreffen. Und man sieht es auch, es sind immer wieder die besten Piloten, die sich hier durchsetzen. Und auf keiner anderen Strecke ist der Unterschied zwischen den Teamkollegen so groß wie hier. Da hat Alain Prost einen Plattfuß hinten links sich eingefangen. Könnte sein, dass er da einen Teil eingefahren hat von dem Philipp Alio Crash, als er zum ersten Mal über die Start-Zielgerade fuhr. Und wenn man in Japan einen Plattfuß hat, muss man 5,8 Kilometer maximal zurücklegen. Das dauert und wirft einen aus der Entscheidung aber total raus. Berger führt, setzt sich ab. Sehen Sie mal, hinter
ihm ist nichts mehr. Alain Prost hatte ja so in etwa noch den Anschluss. Von Senna ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Hier schleicht der Franzose. Ja, er muss langsam fahren, sonst macht er sich die Aufhängung kaputt. Und das ist halt typisch Prost. Er weiß, ich muss mich jetzt beherrschen, ich muss einfach langsam rollen. Wenn ich schnell fahre, dann zerschlägt der Reifen die ganze Karosserie. Und das Auto kann auch auf dem Boden aufsitzen und die Aufhängung durchschleifen. Also es bleibt ihm nichts anderes übrig, als wirklich zurückzurollen. Hier. Hier steht Christian Danner im Sachsbeat, etwas unglücklich geparkt, hat aber einen Grund, werden wir gleich in der Wiederholung sehen, was da passiert ist. Der Rauch ist ein klares Zeichen. Hier gehen die dreimal zunächst vorbei. Das Auto steht äußerst ungünstig da. Aber wie gesagt, Sie werden gleich sehen, dass der Christian da nicht absichtlich so schief geparkt hat. Vorher noch eine Kollision hier. Ivan Capelli und Arnoux, Rad an Rad, mit Berührung, beide beschädigt. Und beide müssen jetzt zur Box gehen und dann passiert noch was in der Boxeneinfahrt. Warten Sie mal ab. Es war ein beinhartes Duell der beiden hier. Dann liefern die jetzt Christian Danner, der rollt aus mit Motorschaden und achten Sie, was jetzt passiert. Jetzt blockieren ihm die Hinterräder, da läuft auch Wasser aus und dann schlägt er noch in der Leitplanke ein. Er wollte eigentlich nur ausrollen, aber das ist wie wenn die Handbremse anziehst. Und jetzt die Situation, Capelli, volles Rohr mit dem defekten Auto Richtung Box und in der Boxeneinfahrt wirft er das Auto in die Leitplanke. Und René Arnoux steht dahinter, weil er nämlich auch zur Box muss und kann jetzt einfach in der Boxeneinfahrt nicht mehr vorbei. Just vorher war Theo Fabi noch reingefahren. Der fährt vorwärts ins Dunkel der Box. Sie wissen, was das heißt. Fabi hat Motorschaden. Und jetzt müssen die japanischen emsigen Arbeiter da Ivan Capelli zur Seite rollen. Sie sehen in der schmalen Boxenstraße. Hier kommt Arnoux, dessen Auto ja auch beschädigt ist von der Kollision. Der wird jetzt auch sagen, geschieht ihm recht, dem Ivan. Nakashima gegen Patrese und Nakashima geht vorbei. Japaner in Japan und schon läuft's. Ansonsten war dieses gelbe Auto mit der Kamera an Bord also ziemlich eines der langsamsten. Hat Taxi. Sich meistens mit den Saugmotoren herumgeschlagen. Aber kaum ist er in Japan, ist er schnell unterwegs. Da geht im Hintergrund Johansson. Genau, der geht jetzt, das macht das einzig Richtige, weil er ist ja aufgehalten worden. Wenn er jetzt mit nach dem Reifenwechsel freie Fahrt hat, kann er Vorteil herausfahren. Hier kommt der Schwede. Sieht gut aus. Knapp 8 Sekunden. Für damalige Verhältnisse top. Ja, und kein Speedlimit, also die Einfahrt der Box war zwar sehr langsam, auf der anderen Seite kann man mit volles Rohr wieder rausfahren. Das ist Prost, der jetzt Nakajima überholt. Da konnten Sie kurz die Kamera aus Ihrer Sicht aber links neben dem Kopf Prost sehen. Entrundet sich. Der ist ja eine Runde, hat er ja verloren durch seinen Boxenstopp. Der ist also immer noch hinter Nakajima, hat jetzt einfach noch eine Runde Rückstand. Muss volles Rohr fahren, ist auch das schnellste Auto im Feld, aber weit, weit zurück. Bleiben da natürlich auf Satoru Nakajima, der Held, der Einheimische. Und er wird da auch am Ende in diesem Rennen einen WM-Punkt mitnehmen auf Platz 6.
Eines der besten Resultate von Satoru. Das ist die Löffelkurve von oben gefilmt. Und dann diese R130, diese schnelle Linkskurve. Das ist jetzt Terry Butzen, der zum Service kommt. Der musste offensichtlich ziemlich viel Sprit sparen, ist weit zurückgefallen von der Gruppe. Oder hat ein Kupplungsproblem, so wie es jetzt schaut. Das sieht mir sehr danach aus, dass er mit der Kupplung zu kämpfen hat. Damals noch Handschaltung. Eine normale Haarschaltung, man musste mit dem Fuß kuppeln, wie beim normalen PKW. Gut, das Stop von Nakajima, 7,27. Da sehen wir ihn schalten. Mit Zwischengas geben, zurückschalten. Mit dem Fuß halb auf der Bremse stehen, mit der Kante des Fußes Zwischengas geben. Heute ist es, macht das der Motor selber. Jetzt der Führende. Berger beim Stopp. Kann er die Führung sogar behalten oder sind Senna und Konsorten zu dicht dran? Das wird sich gleich zeigen. Abreißvisier hat er da weggeworfen. Sehr guter Stopp. Wo ist Senna? Nur knapp. Da vorne. Da vorne war ein gelbes Auto. Somit ist Piquet auch durchgerutscht. Der fährt nämlich am Heckflügel von Senna. Aber wenn die beiden kommen, dann liegt Berger wieder vorne. Bei Senna muss man da immer ein kleines Fragezeichen setzen, weil da waren wir nicht sicher. Genau, der Ayrton Senna fährt ja diesen Lotus mit der aktiven Aufhängung und das hat sich gezeigt in dem Jahr, dass er oft mit einem Satz Reifen durchfahren konnte, während die anderen wechseln mussten. Einmal hat es ihm sogar zum Sieg verholfen in Detroit, wo alle anderen gewechselt haben und er nicht. Am Schluss war er vorne. Aber ich denke, auf der Strecke von Suzuka, die frisst schon ein bisschen Reifen mit diesen vielen langgezogenen Kurven. Mal abwarten. Jetzt muss Senna an Martin Brundle vorbei, seinem ehemaligen Erzrivalen aus der britischen Formel 3 Meisterschaft. Die beiden teilten sich die Siege zu Beginn der 80er Jahre. Senna holte allerdings den Titel. Martin Brundle nicht unbedingt im schnellsten Auto unterwegs, im Zack Speed mit eigenem Motor, rein deutsche Technik. Aber gegen Honda Power kann er da nichts ausrichten. Übrigens alle auf den gleichen Reifen unterwegs und er kommt zum Reifenwechsel. Und also auch für ihn und hinter ihm war Piquet. Ne? Genau. Jetzt ist es also die Arbeit der Teams. Kühler werden gereinigt. Hinten klemmt bei Piquet. Somit ist Senna ihn vorläufig los. Keine Positionsverschiebung, aber der Abstand ist größer geworden. Und zwar deutlich größer geworden. Das ist Alain Prost gewesen zum zweiten Mal, obwohl er ja vorhin schon einmal Reifen hat wechseln müssen. Gut, aber das war in der ersten Runde und da muss er natürlich auch nochmal kommen. Somit ist Gerd Berger wieder zurück in Führung. Das ist Philipp Streif im Tyrrell im Saugmotor. 3,5 Liter Motoren waren erlaubt.
im Jahr 87 war das erste Jahr nach dem Turbo-Jahren, wo wieder Saugmotoren erlaubt waren. Wie gesagt, 3,5 Liter und das Auto musste nur ein Mindestgewicht von 500 Kilo haben. Ein Turbo hat ein Mindestgewicht von 540 Kilo. Trotzdem, der Turbo hatte natürlich um die 200 PS mehr. Und auch wenn man Sprit sparen musste im Rennen, hatte man doch die Möglichkeit, jeweils wieder mal kurzfristig Ladedruck erhöhen und ein paar hundert PS mehr locker zu haben zum Überholen. Somit die Saugmotoren also in dem Jahr noch nicht konkurrenzfähig. Berger auf Johansson, das ist die Differenz. 4 Sekunden. Jetzt kommt der Teamkollege Michele Alboreto. Sie erinnern sich, er ist ja am Anfang stehen geblieben, ist jetzt auf einer Aufholjagd. Also auch sein Ferrari läuft hervorragend. Jetzt, Piquet hat mal geschaut, ob das gehen würde hier in der Schikane. War kein ernsthafter Angriff. Aber man spürt, er will vorbei. Dreht sicherlich auch den Ladedruck jetzt mal hoch und sagt, so, jetzt muss ich den Gelben endlich kriegen da vor mir. Das darf ja nicht sein, ich habe das schnellste Auto des Feldes und fahre da hinter dem her. Aber Senna ist eine harte Nuss zu knacken. Ja, dazu kommt... Und jetzt? Ja. Hat er wohl vielleicht zu viel Ladedruck gebraucht? Er fällt auf jeden Fall zurück. Ich wollte gerade sagen, dazu kommt, dass Johansson von hinten drückt, aber den hat er hier per Handzeichen sogar durchgelassen. Das riecht nach einem Defekt beim neuen Weltmeister. Jetzt geht's wieder. Aber eine leichte Rauchentwicklung kann man da hinten ab und zu erkennen. Drei Siege hat Piquet bisher 87 gelandet in Deutschland, Ungarn und Italien und trotzdem so viele Zähler genommen, dass er nicht mehr einzuholen ist. Da könnte er sich diesen Ausfall jetzt leisten, aber es wäre natürlich ausgerechnet beim Heimspiel nicht schön. Ja, und wenn er jetzt ausfällt, da kann Nelson Piquet steht zwar trotzdem dann als Weltmeister fest, aber wenn Menzel gefahren wäre, ich kann mal davon ausgehen, dass er mindestens Zweiter geworden wäre. Gerhard Berger war an diesem Tag sehr stark, aber der zweite Platz wäre ihm sicher gewesen und die Weltmeisterschaft wäre offen geblieben. Ja, wenn wir die klassischen Rollen der Formel 1 verteilen müssten, dann würde Nigel Menzel die des Pechvogels sicherlich angeheftet bekommen. Dramen. Das hat er ja jahrelang geschafft, diesen Titel zu halten. Nach wie vor ist Piquet auf der Bahn, aber es sieht so aus, als würde er den Speed von Senna nicht halten können und der war er nicht so schnell, wie Piquet hätte fahren können. Senna an Arnoux vorbei. Arnoux, der ja diese Kollision hatte mit Capelli und dadurch weit zurückgefallen ist. Aber der Ligier war auch kein besonders gutes Auto in dem Jahr. Übrigens auch mit einem Megatron-Motor ausgerüstet. War sehr defektanfällig. Teamkollege
Ginzani und er standen mehr, als dass sie fuhren in diesem Jahr. Bisschen viel Funkenflug hier bei Michele Alboreto. Und hier kommt Piquet reingerollt. Ja, mit leichter Dampfentwicklung. Mhm. Da kocht der Motor, der ist hinüber. Und da läuft Öl raus. Oh je, über den Überlauf stellt das Ding ab. Diese Sauerei hier in der Box. Ja, der Motor spuckt sein Innenleben. Und Piquet steigt aus. Der wird sich auch sagen, gut, dass ich den Titel habe. Und Menzel wird sicherlich das eine oder andere britische Dunkelbier noch mehr getrunken haben nach dieser Enttäuschung. Scheint überhitzt zu haben und spuckt dann das Innenleben aus. Alex Kaffee ist draußen. Und da steht René Anou. Im Tor noch. Genau, gerade haben wir noch gesehen. Und ich sage noch, das Auto ist defektanfällig. Und schon setzt es in die Tat um. Drei Runden noch für Gerhard Berger. Senna ist Zweiter. Und jetzt kämpft Cheever gegen Nakashima um den letzten Punkt. Ja, das ist ein direktes Duell. Achtung. Und Cheever geht vorbei. Wahrscheinlich muss da Nakashima mit dem Sprithaus halten. Da hätte er doch Ladedruck erhöhen können und sich nicht einfach so überholen lassen. Aber wahrscheinlich ist er in seiner Anzeige am Limit. Da hat man so eine Rundenanzeige gehabt. Und immer, die Rundenanzeige muss sie dann immer bei der Ziellinie springen. Und wenn sie vorher schon umsprang, dann wusste man, jetzt bin ich im Minus. Jetzt muss ich Sprit sparen und dann musste man entweder früher hochschalten oder den Ladedruck zurückdrehen. Gerhard Berger scheint da absolut keine Probleme zu haben. Nach wie vor souverän fährt er da vorne weg. Hier ist die Reihenfolge im Überblick nach 48 Runden. 14 Sekunden vor Stefan Johansson. Also das kann Gerhard Berger nach Hause fahren. Aber man muss, wie gesagt, immer wieder an den Spritverbrauch denken. Ein ganz wichtiges Thema im Jahr 87 mit 195 Liter maximal Verbrauch. Und wer sich nicht beherrschen konnte und da ein bisschen zu viel Ladedruck fuhr, der wurde bestraft, musste am Ende dann Leistung zurückdrehen, um noch ins Ziel zu kommen. Und es wird sich auch in den Top 6 noch einiges verschieben. Der Sprit auf dieser mörderischen Strecke hier, der Verbrauch diktiert die Plätze am Ende. Dieser verbrauchsintensive Kurs frisst noch den ein oder anderen Liter. Zum Beispiel Piercarlo Ginzani, der ist schon 3 Runden vor Schluss ohne Kraftstoff ausgefallen. Und auch Eddie Cheever, der eben noch an Nakajima vorbeiging, muss dann weiter reduzieren. Überhaupt wird in der letzten Runde, in den letzten 2 Runden hier sehr, sehr geschlichen. Und auch die Entscheidung zwischen Senna und Johansson um Platz 2 ist noch nicht ganz durch. Der Senna holt in großen Schritten auf Johansson auf. Nochmal die R130. Er muss nicht mehr voll am Limit fahren, fährt aber immer noch schnell, also scheint genügend Sprit zu haben. Jetzt braucht er noch für gut 6 Kilometer Sprit. Die letzte Runde eingeblendet.
Johansson wird langsam. Senna holt weiter auf. Die Entscheidung um Platz 2 wird dramatisch. Leider nicht im Bild. Und hier ist Nakajima. Und der geht wieder an Chiva vorbei. Chiva auch Benzinprobleme. Nakajima hat gut gehaushaltet. War vorhin genau die richtige Entscheidung. Wieso ein Zweikampf? Fahr du doch, wenn du genügend Sprit hast. Und da hatte aber Chiva nicht. Gerhard Berger auf den letzten Metern. Jetzt muss er da noch einmal den Berg hoch nach dieser Löffelkurve. Schaut auf die Instrumente. Schaltet er auch früher? Ja, ja, jetzt hört man es deutlich, dass er früh hochschaltet. Nur keine unnötige Belastung mehr für den Motor. Nach 1986, ja. Chiva versucht noch den letzten Tropfen Sprit zu finden, fährt zickzack, um... Nach 1986 wird Berger hier auch im Ferrari gewinnen, 86 in Mexiko, im Benetton BMW, jetzt im Ferrari. Oh Mann, die drücken die Daumen, aber der Sprit reicht. Berger gewinnt in Japan 1987. Wer wird Zweiter? Achten Sie auf Platz 2. Hier wird gejubelt am Ende des Jahres. Und da ist die Entscheidung. Senna ist vorbeigegangen an Johansson. Also der hatte auch noch mehr Sprit an Bord, hat ihn in der letzten Runde überholt. Und auf den Plätzen 4 bis 6 Alboreto, Buzen und Nakajima. Bis zum nächsten Mal. Keep racing.